Hallo und herzlich willkommen zum siebten Part von Child of Light. Die gestrige Folge ist bisher immer noch ohne Thumbnail, weil ich keine Zeit hatte, bisher irgendwie ein Thumbnail zu entwerfen. Und für diese Folge wird wahrscheinlich auch der Thumbnail erst später kommen, weil ich noch einige Sachen zu tun habe. Jo, aber wir lassen uns davon nicht abschrecken, weil ich meine, Thumbnails sind eher nur nebensächlich, denke ich. Ist hoffentlich nicht so schlimm. Aber wenn ich dann die nächste Zeit wieder Videos rausbringe, dann werden sie auch wieder pünktlich kommen. Aber jetzt die letzten 2 Tage war ein bisschen chaotisch, weil ich sehr, sehr müde war. Und noch ein paar andere Faktoren dazukommen. Kra, 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 kra. Alles klar. Die unterhalten sich also so. Wir reden einfach mal mit jedem einzelnen Vogel. So, Alter, dann haben wir ein bisschen was zu tun. Okay. Kann man die vielleicht alle auf einmal triggern? Nee. Oder? Zack, 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 zack. Nein, oh fuck. Aber jetzt ist mal auf Viereck, kommen wir. Lol. Das ist ein besoffener Vogel. Hick, hick. Ja, das ist ein besoffener Vogel, glaube ich. Na, okay, mit dem kann man nicht reden. Okay. Man hat meinen kleinen Bruder wahrscheinlich verschlossen, okay. Und meine kleine Schwester, oh Gott, kann die nicht leise sein? Bitte, wäre schön. Naja, auf jeden Fall nehme ich die Folge jetzt ganz kurz auf und lade sie auch instant hoch. Ja, damit sie nicht mehr so spät kommen. Die Folgen werden jetzt auch in Zukunft nicht mehr so spät kommen. War einfach, wie gesagt, in den letzten Tagen ein bisschen stressig. Wieder mal. Wow. Jo, mehr kann ich dazu nicht sagen. So. Kann ich doch jetzt kann ich nicht mehr reden. Kann ich auch da rein? Ja, kann ich. Gut, dann werden wir erstmal da reingehen. Wir werden uns jetzt mal so. Hack, hack. Hick, hick. Okay, das sind alles besoffene Vögel, ey. Oh, war die Frau schon da? Ja, da habe ich überflogen. Ach, das ist ein R. Entschuldigt, Herr. Habt ihr Sonne oder Mond in diesem Brunnen? Hurra, Prinzessin, ihr seid da. Nicht doch. Seht ihr denn nicht? Ach nee, allein ich wieder bin. Okay. Jos Vater und Icke sind Zauberer. Okay, der hat einen witzigen Akzent. Bewahre das Dorf vor Ungemach. What the fuck? Vorräte auffüllen wollt ich nur. Verließ den Ort an diesem Tag. Geiles Bild. Zack, in Vögel hat die dunkle Königin mein Volk verwandelt. Nur das Wasser der Lethe See. What the fuck? See jetzt noch heilen können. Ach, sehr noch heilen können. Der Lethe, Leute. Ach Gott, what the fuck? Dorthin zu gehen wäre gut gehandelt. Jedoch die Angst hat. Armer Mann. Der Brunnen. Okay. Los, Finn. Spring rein. Finn in Not. Ihr sagt, ihr könnt zaubern? Jawohl, Prinzessin, ohne dass ich mir lobe. Am Brunnen stellen wir es auf die Probe. Hurra, ich bin der Finn. Aurora nennt mich. Aurora, nenn mich nicht die Prinzessin. Okay. Finn hat sich der Gruppe angeschlossen. Yay, wir haben ein neues Mitglied. Ein neues Mitglied. Oh Mann, jetzt fange ich an wie der. Schlechtes Deutsch. Ich meine, wenn ich fertig mit dem Let's Play bin, dann bin ich auch fertig mit meinem Deutsch. Dann spreche ich noch schlechter Deutsch, als ich jetzt schon tue manchmal. Hey, brr, welch schauriger Ort.
Hier riecht das noch nach Tod und Mord. Ach nee, ist halt gar nicht Glühwürmchen gesagt. Fuck! Ach komm, wir springen einfach in den Kampf, oder? Ja. Ja, komm bitte von hinten, bitte von hinten. Okay, das hört sich definitiv leicht falsch an. So, okay, wir machen. Ja, von hinten. Wir gehen als erste auf dieses Viech, weil das kann ja diese Viecher beschleunigen. Und das brauche ich nicht. Ach fuck, falsche. Oh, naja, egal. Feuerresistent. Oh mein Gott. Okay, dann ist die Spinne also feuerresistent. Merke ich mir. So, da ist es. Aber die ist nicht damage-resistent. Wäre ziemlich witzig drin. So wäre, aber das Viech war immer noch recht anfällig für Feuer. Einzige Klaue. Okay, sieht man sozusagen an der Farbe des Tieres, des Monsters oder an der Form, Farbe und so weiter. An der Gestaltung des Monsters, was für Typ des Dinges. Oder? Ja, müsste sein, weil Eis, ich hätte jetzt gedacht, eher Wasser. Ja, und, oder ist das Wasser? Kann es Wasser sein? Es kann Wasser sein. Ansonsten ist das Ding ja nicht feuerresistent. Nee, ist Eis. Eiswasser, sag mal. Ach, einfach Eiswasser. Okay, Leute. Einige ist auf Wasser und Eis zusammen. Was zur Hölle? Wie viele? Was zum. Wie viel zur Hölle hält die Spinne aus? Sternlicht, come on. Du aus einfach. Na ja, los, pass mal zu. Putz. Und da ist der Tod. Ha. Oh Gott, ich bin immer noch müde. Finn, wir müssen schleunigst weg, schleunigst von hier fort. Beruhigt euch. Zügelt eure Angst sofort. Wir sind nur wenige. Und eine halbe Portion. Vielleicht lasst ihr mich ja zurück an diesem Ort. Okay. Ich würde niemals ein Mate im Stich lassen, weil das nichts bringt. Zack. Ungeschliffene Rubine. Okay, das heißt. Oh. Oh, war das knapp. Das war richtig knapp. Puh, ich habe erst nicht gemerkt, dass ich nicht mehr fliege. Die Spinne, die will ich haben. So. Ja, haben wir sie. Och nee, zwei von diesen Mistgestalten. Eine von euch Mistgestalten. Jetzt ist mir wieder ein Lied eingefallen dazu. Beziehungsweise durch... zu Blood Money, Blood Money sag ich jetzt schon, das Lied heißt Blood Money, aber ich meine zu Battlefield Hardline, genau. Nein, fuck, ich wollte eigentlich, nein. Das Spiel merkt, glaube ich, wartet mal, ich muss mein Mikro schnell richten, so. Ich hoffe, das passt jetzt wieder, weil das ist mir gerade ein bisschen weggerutscht. Überall plug. Oh Mann, das ist doch nicht normal. Und jetzt ist er auch gleich tot. Ach, der heilt sich automatisch. Okay, das kann. Das ist ziemlich impressive. Was? Dieses Viech ist immer. Das ist ja eigentlich klüger, mal alles auf einen Schicht zu setzen. Und dann, falls es tot ist, wird ja immer noch der Gegner geändert. Ey, meine Krone. Unser wunderschönes Krönchen, ey. Nein, nicht Schicht, sondern Sternenlicht. Attacke. Los. Zack. Down. Das erste Vieh ist down. Bin nur noch die anderen zwei. 37. Ah, das ist so, macht schon mehr Damage. Konterheilung. Ah, okay. Das ist so nur so eine Aktion Konterheilung. Ich gehe mal auf die Spinne. Down.
Ja, danke. So, ich glaube, der beste Angriff ist der mit dem Sterben. Gott, warum bin ich müde? Ich check's nicht. Wir haben gerade mal 6er. Naja. Komm, hau mal einfach so mit dem Schwert auf. Das ist uns nicht gebrochen. Down. Hey, dieses Viech hält schon ziemlich viel aus. Ungeschliffener Rubin. Rubella. Bravo, Mann mit dem Bart. Seid ihr ein Magier? Das kann man wohl sagen. Kommt zum Zirkus, versucht euer Glück. Sie lädt dich zur Probe. Welche Plasier? Was ist Plasier? What the fuck? Auf eine Bühne? Machst du Witze? Verfüttert mir lieber gleich. Oh Gott. Gleich an ein Greifentier. Ja. Entschuldigung, aber ich hab's nicht so mit dem. Was ist das für ein Akzent? Aua. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Akzent ist von dem her. Wir sind nun an des Brunnenbodens. Wo fließen denn die Lethe waren? Oder oben? I don't know. Was bist du, Alter? Hey. Ja. Holen wir uns hier Mana und so zurück. Diese Blumen sind, also diese leuchtende Blumen sind eigentlich recht hilfreich. Wenn wir das nur in so eine Reihe aufmachen, wenn wir sie einsammeln, dann bekommen wir Leben wieder zurück und so. Ein bisschen Mana, ein bisschen Leben, ein bisschen von allem. Das ist eigentlich richtig praktisch. Finden. Da kommen wir niemals durch, oh ne, oh nein. Die Tür im Baum, erinnerst du dich? Das kann doch alles ja nicht sein. Nur Mut, der verzweifelt nicht. Okay, das heißt, ich muss einfach nur ganz gechillt und easy. Yep, darauf scheinen, da muss ich. Also aus dem Mond. Oder ist es einfach nur so? Ah, okay, ich muss auf der. Nee. Ach, ich weiß welches. Oh Gott, das ist mies. Das ist gut gemacht. Das ist echt schon gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Oder ist es das? Ja, gut. Jawollo. Wow, kaum bin ich ein bisschen ausgeschlafen, kann ich wieder denken. Nice, ist doch ganz chillig, ist ganz schön. Ich wundere, warum ich gerade ein bisschen, ach, wisst ihr was, ich will diesen Schweinemann bekämpfen. Ich wollte eigentlich so gut wie möglich jedem Kampf aus dem Weg gehen, aber das bringt nichts. Weil im Nachhinein müssen wir eher so oder so gegen die kämpfen, um aufzuleveln. Aber ich wollte ihn erstmal, sage ich mal, beiseite schieben, weil die Folge zieht sich dann nur in die Länge und das ist echt doof. Weil ich habe gemerkt, ich schaue nicht so gerne so lange Videos, wenn ich das richtig erfasst habe. Naja. Gut, 34 Blöcke. Aurora ist tot. Fuck. So, wieder blöd. So. Alter, warte mal. Wie viel Damage haben die damit gemacht jetzt gerade? Das ist krass. Das ist echt schon scheiße krass. Wie viel Damage die gemacht haben müssen, ey. Oh, nö, ey. Komm, geh down, stirb doch einfach. Ich
müssen alles draufhalten auf ihn jetzt so. Die springen jetzt unrichtig. Die machen zwar auch recht viel Damage, aber der Schweine-Typ da macht noch viel mehr Damage. Und lass mich gerade nicht mehr unterbrochen. Arubella, die Arme. So, lassen wir sich selber ein. Das hat es auf die. Und da ist er down, der Schweinebärmann. Oder Schweinemann. Sag's mal so. Schweinebärmann. Schweinemumienmann. Mumienschweinemann. Ah, stimmt, wir können ja uns mit diesem. Nein, nein, nicht fliehen. Oh, oh. Für viel vergisst es. Ich heile sie. Okay, der ist müde, der kleine. Der kleine Glück, das kleine Glück, müde, ich hab meine. Ach, die ist ja voll jetzt. Manchmal blende ich das aus. So. Eisige Klauen. So. Ja, wusste ich doch das. Ich check das nicht. Warum mache ich. Ohne meinen Zombie bin ich ja übelst schwach. Boom, jetzt. Oh, dieses Drecksviech. Ich hasse Spinnen so oder so, aber die hasse ich besonders. Seid froh, ihr habt es geschafft. Warum stirbt die nicht einfach? So, nein. Ach, mein Heiltrank, so. Easy. Die Rumpelung. Endlich. Ey, das ist immer mal widerlich. Ah, okay. Ah, ich kann nicht tauschen. Interessant. Und so. Blitzschlag. Oh. Okay, Wasser. Passt auf jeden Fall. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich lasse anstatt. Robin ist aber auch schon recht gut, sage ich jetzt mal. Und wieder mit dem Stoppen. 11, okay, das ist okay. Aber es hat sich auch nicht mehr gelohnt, Dinger zu nehmen. Der Blitz. Ja, guckt. Mal, der Blitz hätte dann einfach, sag ich mal, den Wert verloren. Also, der wäre einfach nur verbraucht. Das wäre verbrauchte Mana-Punkte. Und diesen Level ab. Yes. Alles mal Level Up, ey. Auf jeden Fall ziemlich nice. Wartet mal, ich guck kurz auf Uhr. Ja, 17. Das heißt, wir nehmen schon ein paar Minütchen auf, ey. Moment mal, der hat 7. Okay. Verteidigung. Leben. Was mache ich? Was level ich am besten? Ich glaube, das da. Zorn der Kapili erhöht die Wirksamkeit aller Zauber um 10. Dies ist eine passive Fähigkeit. Passiv. Okay, Bruder schreit wiederum. So, was nehmen wir hier? Warte. Fuck, mir fehlt noch eins. Ach scheiße, das heißt, wir müssen Level abgehen. Jetzt kommt Rubella. So, Lebenspunkte. Yes, okay. Gut, dann würde ich meinen, diese Folge war recht effektiv, sag ich jetzt. Nein, warte. Wir waren. Gott verdammt, wie heißt es?
Ach egal, wir waren auf jeden Fall wir sind sehr weit gekommen, das war recht effektiv. Ich weiß bloß, das eine wollte ich mir, das, was mir nicht mehr einfällt. Fuck. Ist auch egal. Ich würde meinen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung und dem Kommentar. Danke für alle, die das gemacht haben, machen und in Zukunft auch weiterhin machen werden. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, tschüssi.